Nun etwas zu diesem Pilz, die Nebelkappe. Und da muss man mal ein bisschen was zum Thema Giftigkeit sagen. Kleine Pilzkunde mit Wissenschaft muss auch mal Platz für sein. Also es gibt immer noch Leute, die essen die Nebelkappen und wir haben es hier klar mit Clitocybe nebularis zu tun. Und das ist halt ein Pilz, der in den Literatur an den Rötelritterlingen, also Lepista, oder auch den Trichterlingen, hier Clitocybe, mit denen wird er so in eine Reihe gestellt. Es gibt Autoren, die den als essbar beschreiben, Vorsicht auch bei alten Pilzbüchern. Andere bezeichnen den als giftig oder zumindest im rohen Zustand als giftig. Und da muss man natürlich sagen, die Toxizität ist heute klar nachgewiesen. Und zwar gibt es einen hochtoxischen Inhaltsstoff, das Nebularin, in diesen Nebelkappen, wenn auch natürlich in relativ geringen Mengen. Bei jedem Zweifel muss man natürlich ganz klar hier kategorisch von diesem graubraunen, wenn auch wunderschönen Pilz abraten und den natürlich nicht essen. Ja, wo wächst er denn so? Im Fichtenwald, gerne auch außerhalb der Wälder, in Gärten und in Wiesen, ein Humusbewohner könnte man sagen und natürlich ein zersetzender Humusbewohner. Er bildet gerne Hexenringe, tritt in Riesenmengen auf, gerne im Oktober, November, und das hat was mit dem Temperaturstürzen zu tun und das ist für den der Fruktifikationsreiz und den sieht man meistens auch zusammen mit den violetten Rötelritterlingen und der Grund ist der gleiche, nicht? Gibt es die Nebelkappen, dann haben wir die guten Wachstumsbedingungen auch für die anderen Burschen. Da gibt es ein extra Pilzporträt für diesen tollen Speisepilz. Zurück nun aber zur Nebelkappe und was ist los mit diesem Pilz und warum diskutieren wir immer noch alle drüber? Was weiß die Wissenschaft drüber? Und ich sage euch mal so viel, eine Menge. Also für alle, die Spaß haben an Wissenschaft, schnallt euch an und steigt ein. Und für alle anderen, hoffentlich staunt ihr, was man denn alles weiß. Ja, was muss man sagen? Die Nebelkappe ist natürlich nicht ein anspruchsvoller Pilz, der wächst überall, also was er nicht mag, sind saure Standorte, sonst findet man den gern und überall oft. Die Klassifizierung, ja, man sagt immer, es ist ein Ruderalpilz, also ein Pilz, der als Erstbesiedler auf gestörten Standorten wächst, gerne an Wegen oder gern auch an verdichteten Standorten zu treffen, wo die Lebensbedingungen für den Pilz gut sind, aber eben die Nährstoffversorgung eben, wie soll man sagen, diskontinuierlich ist. Das heißt, er wächst auf schnell verbrauchten Substraten und tritt dort in Massen und Mengen auf, aber eben nur kurz. Zum Überleben benötigen die Pilze natürlich ein rasches Wachstum, ziehen sozusagen dann weiter, wo eben weitere zersetzende Humusanteile im Boden sind, gern in Forstgassen und Ähnlichem. Zum Überleben ist es klar, der Pilz wächst schnell, er wächst insbesondere bei kaltem Wetter und wird gern auch verwechselt. Und man weiß immer nicht, für was jetzt diese ganzen tödlich beschriebenen Vergiftungen charakteristisch sind. Es gibt Fälle, da wurden ganz klar die Nebelkappen mit tödlich giftigen Riesenrötlingen verwechselt, aber auch mit Tigerritterlingen und anderen Ritterlingen, wie zum Beispiel dem essbaren Mönchskopf. Also da gibt es alle möglichen Beschreibungen, also so sicher wird er dann doch nicht erkannt. Wobei ehrlich, der ist schon echt charakteristisch. Speisepilz, ja, man findet in der Literatur alles Mögliche, je nach Land. Manche beurteilen den als essbar, mancherorts ist er auch auf Märkten sogar handelsfähig, manche beschreiben ihn bedingt essbar, manche sagen, man muss das Brühwasser wegschütten, empfehlen ein Abbrühen, andere sagen, von nicht von jedermann vertragen, rohgiftig, giftig, kann gastrointestinale Irritationen hervorrufen, langer Rede, kurzer Sinn, ihr findet alles Mögliche in der Literatur, in jedem Land auch was anderes. Nun eins mal Fakt. Der löst das gastrointestinale Syndrom aus nach Pilzgenuss und das sind praktisch Pilzvergiftungen mit einer lokalen Wirkung, insbesondere auf dem Magen-Darm-Trakt und hier kommt das natürlich am häufigsten vor. Also die Darmschleimhaut wird sozusagen irritiert und das ist ähnlich und vergleichbar in der Pharmazie zu den Drastika, also verschiedenen abführenden Stoffen eben hier an der Wirkung. In der Regel hat man hier eine kurze Latenzzeit nach der Pilzmahlzeit und die Syndrome der Reizwirkung sozusagen im Magen-Darm-Trakt treten schnell auf, manchmal schon nach 15 Minuten, manchmal später, innerhalb von Stunden, aber so bis zu 4 Stunden, nicht? Gekennzeichnet durch Erbrechen, Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen und kolikartige Krämpfe. Naja klar, also wer will das, nicht? Also logischerweise kein Speisepilz. Später kann das, wenn man viele gegessen hat, aber auch zu Muskelkrämpfen, Kreislaufkollaps führen, Angstzuständen, Schweißausbrüchen und so weiter. Und am Ende kann es eben hier, wie bei vielen Pilzarten, die dieses gastrointestinale Syndrom verursachen, zu den gleichen Symptomen kommen.
Und da kann man in Anbetracht auch hier dieser Diskussion, hilft jetzt abkochen was, hilft abbrühen was, ein bisschen was dazu sagen. In Anbetracht der Hitzelabilität, ja, von oft unbekannten Toxinen gelten manche Arten nur giftig, wenn sie roh oder ungenügend gegart werden. Und bei Giftungen hier durch die Nebelkappe, da gibt es schon einige Berichte. Also es gibt zum Beispiel 6 Fälle, die beschrieben wurden in Rostock. Da gab es eben durch die Graukappe, wie er dort heißt, verschiedene Vergiftungen. Die Dunkelziffer mag deutlich höher sein und eben auch einige Klinikaufenthalte, die damit im Zusammenhang stehen. Nun, meistens wird Übelkeit, Mattigkeit, Unwohlsamkeit beschrieben und bei allen Vergiftungen trat ein heftiger Durchfall auf, zumindest bei dokumentierten Vergiftungen mit Erbrechen und Übelkeit. Ja, dann vielleicht noch ein Wort mal zu den Ländern. Unsere französischen Nachbarn mögen den als Speisepilz. Teils ist er sogar noch mit älterer Literatur so beschrieben. Und hier gibt es sogar Autoren, die beschreiben, diese übrigens wohlschmeckende Glitozybe verursacht unterschiedliche Intoxikationen, die glücklicherweise ziemlich selten sind. Fruchtkörper hier, die werden in Hexenringen geerntet und von mehreren Personen verzehrt. Und da wurden sie gut vertragen, während andere gastrointestinale Störungen zeigten. Nun, dann wird beschrieben, man soll sich auf junge Exemplare beschränken und hier das Kochwasser verwerfen. Naja, also ich brauche nicht sagen, hier schließen wir uns nicht an. Die Pilze haben einen wirklich toxikologischen oder toxischen Charakter und alle Pilze, die das haben, werden in der Regel mit einem Syndrom geehrt, wenn man es so sagen will. Und ohne dass man jetzt hier der Vetternwirtschaft bezichtigt werden will, Clitozybe nebularis, die Nebelhafte, wurde natürlich hier das Nebularin-Syndrom danach benannt. Könnt ihr noch? Ja, also schauen wir noch mal so ein bisschen hinein, ein bisschen Naturstoffchemie, so ein bisschen Vorkommen, auch was zum Historischen, vielleicht aber auch mal so ein paar Fakten. Wie kommt er zu seinem Namen? Was ist da drin und was es belegt? Also Geschichtliches im Pilzewald. Und das war eine ganze Weile ziemlich nebulös, weil man den toxischen Mechanismus nicht kannte. Und jetzt kann man dazu ein bisschen mehr sagen. Fangen wir an mit den Inhaltsstoffen. Ja, wie alle Blätterpilze ist auch hier Muskarin in geringen Mengen weit verbreitet. Und mit Ausnahme hier der Gattungen Clitozybe, also der Trichterlinge, oder auch Inozybe, der Risspilze, sind eben diese Muskarinmengen aber stets unter der Toxizitätsgrenze, also mit anderen Worten nicht kritisch. Aber Muskarin wird eben auch in der Nebelkappe vermutet, nicht bewiesen. Aber die Nebelkappe enthält einen sogenannten Unverträglichkeitsfaktor, wie andere Ritterlinge, und hier zwar auch noch im beträchtlichen Maße, nämlich das antibiotisch wirksame hier Polyacetylen oder Acetylene, die sogenannten Polyine. Und Polyine sind recht instabil, sie können polymerisieren, also sich zusammen verbinden zu größeren Molekülen und das besonders in Anwesenheit von Sauerstoff und Licht. Und das wurde in verschiedenen Studien gezeigt, schon 1954. Und hier haben eben Löfgren und Mitarbeiter auch das hochtoxische, hitzestabile, ne, Nebularin und eben auch andere strukturelle verwandte Stoffe nachgewiesen. Ja, das Nebularin, kann man sagen, ist strukturell irgendwo ähnlich oder verwandt mit dem Adenosin. Und daraus leitet sich eben auch biogenetisch hier dieser Stoff ab, und zwar aus dem Nukleosidstoffwechsel. Der ist allerdings thermostabil, das möchte ich klar nochmal sagen. Kochen hilft da nichts. Und das strukturell hier eben das verwandte Adenosin hat man sogar autoklaviert, das heißt bei 120 Grad erhitzt, voll wirksam. Also kochen, Wasser abkochen und all das könnt ihr mal gleich vergessen. Ja, interessant ist es eben, das Nebularin ist auch ein interessanter Hilfsstoff oder auch ein Wirkstoff in der sogenannten Enzymforschung. Und hier hat man eben den relativ kleinen strukturellen Unterschied benutzt und eben verschiedene differenzierte biologische Wirkungen nachgewiesen. Was macht das so? Das Nebularin ist ein Nukleosidanalogon und demzufolge ein Antimetabolit. Und so muss man sich das so vorstellen. Es gibt ein genuines, also natürlich vorkommendes Adenosin. Und hier das Nebularin wird vom Körper verwechselt, eingebaut, funktioniert aber nicht.
Adenosin spielt bei Stoffwechselleistungen in den Zellen eine wesentliche Rolle, bei der Energieproduktion, Energieumsetzung, also die phosphorylierte Form, kennt das sicher alle noch aus dem Unterricht. Das Adenosintriphosphat oder ATP ist sozusagen der Prototyp von energiereichen Verbindungen und so funktioniert letztlich der ganze Stoffwechsel. Nun, um nicht so ein bisschen zu viel Biochemie hier zu betreiben, kann man einfach ein bisschen weiter hineinschauen. Es ist auch Bausteine der Nukleinsäuren, ja, das sind natürlich hier die Nukleotide und die bestehen eben aus verschiedenen Basen wie Adenin, Guanin, Cytosin, Thymidin und eben im Zucker Ribose oder Dexoxyribose und ihr alle kennt eben die Dexoxyribonukleinsäure und eben hier unsere DNA. Und da haben wir eben verschiedene dieser Nukleoside drin und da leitet sich eben auch die Wirkung dieses Antimetabolit, Antinukleosid ab und deswegen wirken sie bakterizid, virizid und zytotoxisch. Häufig auch als mutagen beschrieben und eben auch stark toxisch für die Zellen. Durch den Einbau dieser falschen Nukleoside kommt es eben zum DNA-Synthese, bei der DNA-Synthese zum Strangabbruch und demzufolge zur Unterbrechung des Zellzykluses und das bewirkt eben die Giftwirkung. Interessant ist das Ganze natürlich auch schon, also man hat verschiedene Experimente gemacht, hier zu DNA-Replikationen, DNA-Blockierungen und Abbrüche, aber ich glaube, das geht ein bisschen weit in die Genetik hinein. Ich komme ins Schwärmen. Machen wir mal was anderes und gucken uns so ein bisschen näher an, diese toxischen Wirkungen und was man dazu noch so sagen kann. Also es gibt zum Beispiel mikroskopische Gewebeuntersuchungen an Mäusen, also Albinomäusen. Denen wurde das Nebularin injiziert und da wurden verschiedene Dinge gezeigt, nämlich Pankreasödeme, Entzündungen, Nekrose, also Absterben von Bauchspeicheldrüsengewebe, auch Knochenmark- und Darmepithel waren praktisch hier verändert, aber eben nicht extrem. Gleiche Untersuchungen zeigten eben verschiedene andere Geschichten wie Bauchwassersucht oder eben auch Entzündungen im Bauch, Thoraxergüsse und bei schweren Intoxikationen sogar Ödeme in der Lunge. Also das ist das, was man heute relativ häufig findet. Das geht auf diese Versuche zurück und hier kann man eben ein bisschen was ableiten, warum die auch für den Menschen so ungesund sind. Nun solche Mengen, also ich habe schon gesagt, man hat hier hoch aufgereinigtes Nebularin injiziert, nimmt man ja normalerweise nicht zu sich, wenn man diese Pilze essen würde, aber da kann man schon ein paar Schlüsse drauf ziehen. Interessant ist auch eine antibiotische Wirkung des Nebularins. Es hemmt natürlich das Wachstum verschiedener Bakterien auf die gleiche Art und Weise, zum Beispiel von Mykobakterien, kennt man vielleicht aus der ganzen medizinischen Seite ein bisschen, das Mycobacterium leprae, also zum Beispiel der Lepra-Erreger. Und der wird schon in ganz geringen Konzentrationen von diesem Nebularin gehemmt, also 0,5 bis 1 Mikrogramm pro Milliliter, nichts nahezu, zeigen eben hier im Hemmhof-Test, dass es das Wachstum von verschiedenen Bakterien hemmt, unter anderem die Mycobakterien, aber auch Chromobakterien und anderen. Auch der Mycel-Extrakt hier von dem Mycel von Clitocybe nebularis kann eben das Wachstum hemmen dieser Bakterien, die übrigens ganz schwer zu therapieren sind. Und das Ganze beruht natürlich eben auch wieder auf den Transport von den Porinen, Pyrimidin, Nukleosiden und so weiter. Ja, was muss man noch dazu sagen? Als Pharmakon ist das interessanterweise auch mal in der Erprobung gewesen und da hat man sich eben das hochtoxische Nebularin angeschaut und die toxischen Versuche am Menschen mit Nebularin hat man durchgeführt. Leider ist dazu nichts bekannt. Nebularin ist natürlich eben auch als natürlich vorkommendes zytotoxisches Nukleosidanalogon in der Forschung hier bei Krebsmedikamenten untersucht worden, und zwar als Inhibitor von phosphorylierenden Enzymen. Und ja, dieses Gift wirkt praktisch hochtoxisch über diese Nukleotidmetaboliten und inhibiert eben RNA, DNA, Porin- und Proteinsynthesen. Und da hat man halt gehofft, dass das eben bei schnell wachsenden Krebszellen hier verwendbar ist und dann eben eingesetzt werden kann. Also was man sagen muss, bisher ist mir zumindest nicht bekannt, dass es dort Forschungen gegeben hat, die letzten Endes zu Antibiotika oder eben auch hier zu Antikrebsmedikamenten geführt haben. Nebularin ist auch eben gegen Amöben wirksam, ist auch interessant, ist es bakterizid, zytotoxisch. Also es wirkt eben durch diesen Mechanismus so ziemlich auf alle Klassen, auf Tiere und eben verschiedene andere Bakterien ein. Manche Pilze, die als essbar gelten, können eben nach heutigen Erkenntnissen nicht mehr klar zum Verzehr empfohlen werden. Und da kann man ganz klar eben auch hier das Nebularin und die Nebelkappen dazu rechnen.
Ja, was muss man sagen? Beim Schutz oder bei jeglichen Zweifel muss man natürlich kategorisch dem Verzehr der Nebelkappe entgegenstehen und deswegen auch mal das Video, einfach mal um aufzuräumen mit diesem Unsinn, dass man eben durch Abkochen oder durch verschiedene andere Arten von Vorbehandlung diese Gifte inhibieren kann. Natürlich ist es so, dass da keine riesigen Mengen drin sind, dass eben die seit Jahrzehnten gegessen wurden, dass die in vielen Ländern auch gegessen werden und wenn man die in geringen Mengen isst, möglicherweise das auch gar nicht so bedenklich ist. Aber was ich hier eigentlich sagen will, es hat einen Grund, warum man ein Pilzvergiftungssyndrom nach diesem Burschen benennt, nämlich das Nebularien-Syndrom. Es hat auch einen Grund, warum man ganz klar jetzt Belege hat, dass Abkochen nichts hilft. Und wer möchte sich schon mit etwas vergiften, was auf den Zellstoffwechsel wirkt und eben logischerweise Zellen nachgewiesenermaßen zum Untergang und zum Absterben bringt. Natürlich besonders schnell wachsende Zellen, und das erklärt es auch, wieso es auf die Magen-Darm-Trakt wirkt, auf die Lunge, auf die Lungenödeme. Das sind eben alles Schleimhäute, die sich besonders schnell teilen, die Zellen dort regenerieren, teils innerhalb Stunden oder Tagen. Und da ist es logisch nicht, wenn man ein Gift zu sich nimmt, was auf diese Vermehrung und den Zellstoffwechsel einwirkt, auf den Energiestoffwechsel, wie aber auf die DNA-Synthese, während die sich schnell teilenden Gewebe besonders radikal betroffen, was eben auch diese Magen-Darm Wirkung erklärt. Und eben erklärt, warum man sich recht schnell wieder erholt. Also die Nebelkappe, kein Speisepilz. Und wer ein bisschen mehr Biochemie verträgt oder noch ein bisschen mehr Chemie braucht, schaut vielleicht einfach mal in den Community-Blog. Ich habe da gerade einen Artikel entsprechend nochmal veröffentlicht, der das alles zusammenfasst. Das hier Gesagte kann man nachlesen. Und auch die wissenschaftliche Literatur ist angegeben. Quelle ist ein hochgeschätzter Verfasser hier in der Pharmazeutischen Zeitung und Pharmazeut. Und ich muss ganz einfach sagen, es ist wichtig, dass man eben auch mal ein bisschen tiefer in die Pilze schaut. Ich weiß, dass es ein bisschen antikommerziell ist und nur den wirklich geneigten Leser interessiert oder eben auch hier den geneigten Pilzverrückten. Aber vielleicht hat der ein oder andere Spaß dran und deswegen teile ich es einfach mal. Denn ihr seht ja, die Apotheker haben schon eine gewisse Macke in Richtung Naturstoffchemie, sowieso Medizin und auch Anwendung. Und ich finde, dieser Pilz ist allemal ein kleines Video wert und vielleicht macht es dem einen oder anderen Spaß. Und das soll es ja auch. Und das ist auch der einzige Sinn der Übung. Und natürlich Aufklärung. Also, habt ihr Spaß? Lasst uns einen Daumen hoch da, empfehlt den Kanal weiter, teilt ihn und ich freue mich immer über alle möglichen Kommentare und Zuschriften. Und das hilft uns auch, eine weitere größere Pilz-Community zu erreichen. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß, geht raus in den Wald, den Pilz lasst ihr im Wald und andere, die ihr ernten könnt und essen könnt, findet ihr im Kanal. Mehr als 100 ständig neue Pilzporträts. Hier die Nebelkappe. Medizinische Wirkung, ein Plädoyer für die Giftigkeit. Auch mal was Neues aus unserer Welt. Und bis bald im Wald.